Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dungeons. So, machen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben. Aber bei mir ist hier ein wenig was flöten gegangen. Der hat nur den letzten automatisch gespeicherten Spielstand drin. Deswegen, gut, müssen wir hier nochmal ein bisschen wieder nachholen. Wird auch dann, denke ich, mal ein bisschen anders. So, buddeln wir jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen Feinde an. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Denn jetzt ist nämlich erst die Goldmine hier versiegt. Das heißt, ich brauche jetzt unbedingt Gold. Na komm, holen wir mal alle zur Hilfe hier. Ist ja noch recht einfach. So, wir haben die Tüftlerwerkstatt. Jetzt bin ich am Überlegen, wie machen wir es jetzt am besten? Das unheimliche Labor kriege ich ja jetzt so nicht auf die Schnelle hin. Zumal, wenn sich hier auch irgendwo Spinnen ausbreiten. Kommt ja das nächste dazu. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Ich denke mal, wir haben ja schon zwei. Ja, komm. Wir versuchen mal erstmal noch eine Brauerei zu machen. Mit den restlichen Gold hier. Ah, was könnten wir hier jetzt? Können wir hier die Brauerei reinsetzen? 3. Na, fast 5x5. Könnt es auf jeden Fall machen. 5x6. Gucken wir mal, ob wir hier nochmal ein bisschen größer werden können. Dann dürfte es eigentlich für die Brauerei reichen. Dann können nämlich unsere Ordenkreaturen eigentlich auch schon mal aufsteigen. Wäre gar nicht so verkehrt. Brauchen aber dann halt diesen blöden Braukessel. Das heißt, wir machen das jetzt erstmal hier soweit fertig. Hier oben wollte ich ja die magische Schmiede reinmachen. Hier, unheimliches Labor. Und dafür brauchen wir halt 1000 Gold, ey. Oh, ey, Wahnsinn. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Gold. Hier haben wir ein bisschen Gold. Muss jetzt halt so viele Goldadern wie möglich angrabbeln. Und schauen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Okay. Kloppen wir doch gleich alle weg. Hoffe ich zumindest. Ich sollte auch gucken, dass ich die nächsten Zombies und die nächsten Skelette mit erforsche. Dafür bräuchten wir dann das Lektorium. Oh, das kostet 150. Ja, eigentlich können wir es machen. Kriegen wir das hier hinten mit rein? 3. Ja. Plus 3. Plus 3. Ah, ich hoffe mal, ich kriege das da hinten noch ein bisschen in die Ecke rein. Sonst werden dann doch ein bisschen zu wenig Tische. Ah, ich hoffe, hier irgendwo gibt es noch eine Goldader oder so. Ansonsten kriege ich ja hier wirklich Probleme langsam. So, wir haben 1500 Gold. Das heißt, ich lasse euch schon mal magische Kisten machen. Die Schnodderlinge des grabungswütigen Bösen hatten einen weiteren Sockel für den Portalstein ausgegraben. Okay. Sieht eigentlich gleich aus, okay. Das sah jetzt erst aus, als wenn er anders aussieht. Gut, macht mir mal da schon mal das Ding hin. Nochmal 1000 Gold brauchen wir dafür. Aber ohne magische Kisten komme ich halt auch nicht weiter. Weil die besseren Sachen kriegt man halt über die magischen Sachen, ne? Das heißt, wir brauchen halt auch unbedingt jetzt zunächst die Forschung. Oh, hier, guck mal, da können wir doch den hier nochmal zumachen. Und dann können wir sagen, hier, 1. Boah, mir fehlt das Gold vorne und hinten. Können wir hier reinbuddeln? Da können wir den auch anbuddeln.
Ich hoffe, ich finde jetzt hier nicht die Spinnen. Drachen oder sonst irgendwas. Ich will hier nichts finden. Für die Braukessel fehlen mir natürlich jetzt 4 Kisten. Meine Schlotterlinge sind hier nur noch am Arbeiten. Eure Schnodderlinge haben einige Wurzelwichtel ausgegraben. Oh. Das nicht gut. Machen wir hier oben erstmal zu. Und da ist das Portal. Eure Kreaturen haben einen Raum mit Kristallwesen angegraben. Ei, jetzt wird's aber viel. Okay, Kristallwesen haben einen Spawn. Das heißt, der Kristallwesen-Spawn muss weg. Das ist nicht gut. Weil wenn ich zu viele Spawns habe, dann greifen die mich permanent an. Auch noch. Na, ganz super. Jetzt kriege ich hier langsam Probleme. Ohne Gold. Okay, wir könnten... Na, die Eisenpelze haben wir ja schon mal. Können gucken. Ah, 2 schon mal mehr. Ich brauche unbedingt mehr Zombies. Wir haben jetzt nur 2 Banshees. Sie reichen nicht aus. Nicht um magische Kisten herzustellen und um halt auch notfalls die Hordenkreaturen wieder zu beleben. Okay, der Weg scheint hier sowieso sicher zu sein. Na komm, mach den Spawner weg. Wunderbar. Hier unten scheint es auch Gold zu geben. So, Zahltag muss leider noch ausfallen. Tut mir leid, Jungs. Das Holz muss gesprengt werden. Bitte lass da irgendwie was sein, was ich benutzen kann. Okay, passt. Oh, da ist eine Goldader. Oh. Meine Goldprobleme lösen sich langsam wieder. Das ist super. Ein Raum voller Kristallwesen wurde angegraben. Oh, und die haben auch einen Spawn? Nein. Verdammt. Das ist schlecht. So, macht hier schon mal die nächste Schatzkammer hin. Ich kann ja hier das vielleicht auch ein bisschen umändern. Indem ich einfach sage, ich mache die Wege hier zu. Dann können sie nämlich nur durch die Mitte auch später. Oh, die Kristallwesen, die wollen da jetzt durch, ne? Gut, kümmern wir uns erstmal um die Kristallwesen. Okay. So, machen wir hier mal Schatzkammer groß. Die wird zwar auch nicht lange halten, aber immerhin. Bringt mich zu den Gegnern! Ja, machen wir. So, dann gucke ich auch, dass ich gleich 2 Lichts noch mit reinkriege. So, 2 weitere Lichts noch mit dazu. Könnt ihr hier ja schon mal das Mana abkrabbeln. Das muss ich ja dann nicht herstellen, ne? Boah, kann die aushalten? Das ist der Wahnsinn. Und die Lichts haben sie natürlich K.O. gebupst, ne? Als wenn nichts wäre. Gut, hier unten ist wirklich die Hölle los. Ich muss zusehen, dass ich hier für 200 kriege, weil zu jämmerlich. Oh, da kommen jetzt gleich noch 2. Das mögen die ja wohl gar nicht.
Alter, ist das der Wahnsinn? Dämonische Stärke? Kommt schon. Ihr müsst die hier noch wegkriegen. Okay, und den letzten. Jawohl. Gleich weiter dupsen. Na, da ist noch was, was ihr kaputt machen müsst. Genau. Wunderbar. So, dann dürft ihr mir hier auch nochmal einen hinsetzen. Dann machen wir den Gang eigentlich wieder komplett zu. Warum auch nicht? Da ist ja jetzt sowieso gerade nichts. So, und Talia, du darfst jetzt hier oben, ne? Wache schieben. Dann setze ich schon mal den zweiten hier hin. Gucken wir, dass wir hier mal die Bücher endlich auch aufstellen. Damit der Raum auch mal effizient bekommt. Jetzt haben wir 200. Ah, jetzt fehlt das Gold. Jetzt wollte ich gerade mehr Zombies machen. Ah, meine Schnoddies kommen halt nicht mehr hinterher. Jetzt ist der Dungeon schon recht groß geworden. So, und die können sich entweder entscheiden, entweder rennen sie jetzt direkt zum Dungeon-Herz, was ich hoffe, was sie machen werden. Oh, Guru-Gurus sind auch schon rot. Ich muss um die Forschung Zahltag. Auch für die... Auch noch. Oh Gott. Es wird immer mehr. Jetzt muss ich zusehen hier. Guru-Guru-Haltung oder Mastfutter? Ja, das Mastfutter könnten wir versuchen zu forschen. 100% schneller wachsen, dann halt noch die Guru-Guru-Massenhaltung. Aber die Zombies sind halt auch wie, es gibt so viel, was noch wichtig ist. Aber bis wir 300 haben, nehme ich hier lieber erstmal die Zombies. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh, meine Kreaturen müssen jetzt hier erstmal durchlaufen. Na, wenigstens, ne? Gibt's ein paar EP. So, dann könnten wir den Raum eigentlich auch noch mal ein bisschen größer machen, oder? Explosive Pilze wurden im Dungeon gesichtet. Auch noch, wo? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Falscher Reiter. Okay. Schnell. Wohin tragt ihr mich? Zu den Pilzen. Mach schnell. Oh, wieder da oben. Kommt. Na, jetzt haben wir 1000 Gold zusammen. Mehr Skelette kosten 250. Gut, ist nichts kaputt gegangen. Magische Kisten haben wir auch noch nicht. Muss halt gucken, dass ich meine Zombie-Strategie erstmal weiter erhöhe. Damit wir an magische Kisten kommen. Können aber schon mal einen weiteren Fisch. Oh, hier nehmen wir erstmal das hier mit. Und das nehmen wir auch nochmal mit. So. Den Teleportmat. Na, kostet 300. Komm, Talia, du bist mir sowieso momentan ein bisschen zu schwach auf der Brust. So schnell können die Schnörderlinge hier gar nicht abarbeiten, wie gleich Geld abgenommen wird. Ey, oh, 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 oh. Wer hat die Goldader noch? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Schon wieder. Aua! Na, wenigstens ist Talia jetzt Level 2.
gleich kommen die meisten Leute wieder zurück und sagen so, Hallöchen. Und ich muss auch zusehen, dass ich hier Brauereien bastel. So. Denn wir brauchen auch langsam Bier. Für die Hordenkreaturen. Ja, sonst streiken die mir ja auch irgendwann mal. Das wäre jetzt auch nicht so toll. Da müsste aber bald das nächste kommen. Ja, sieht bis jetzt alles nicht so toll aus. Mal dadurch, dass sie jetzt so weite Wege laufen. Ah, schwierig. Oh, ist sogar jemand umgekippt. Da sind noch umgekippte Leute. Meine Untoten kommen nicht hinterher. Kann ich das mit den Wurzeldichten nicht auch verbessern oder so? Ich glaube, wir sollten uns mal gucken, dass wir nochmal Vampire mit jetzt ins in den Pulk nehmen. Das heißt, wir könnten eigentlich auch gleich vorplanen für den Grabgolem. So ungefähr. Dann haben wir hier... Ja, das dürfte reichen. Für die extra Zombies, für die extra Skelette. Das dürfte reichen. Okay, passt. Oh, den wollte ich eigentlich gar nicht aufheben. Bleibt mal im Knast. Kein Platz im Gefängnis. Mein Gefängnis ist voll. Oh, 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 oh. Greift der jetzt doch schon so viel an, ja? So, machen wir hier das auch nochmal voll. Na gut. Mein Knast ist voll. Mein Friedhof ist voll. Alles ist voll. Dann müssen wir auch gucken, dass wir den Kerker vielleicht nochmal mehr Skelette... Dann machen wir erstmal unmenschliche Zustände hier. Weil dadurch geht mir ja ordentlich was flöten. Okay. So, dann mal gucken. Als nächstes dann den Zahltag. Schon wieder? 250. Brauch halt mehr untote Arbeitskräfte. Wie viel hast du jetzt noch? Na, Hand des Bösen, zeig mal. Wird mir das jetzt nicht angezeigt, wie viel da noch drauf ist. Gute Frage, nächste Frage. Gut. 250, das heißt, ich bräuchte hier eigentlich auch nochmal zwei als erstes. Also hier auch nochmal 200. Wobei, wir sind schon bald bei 15, ne? Mir fehlen halt noch die gesamten magischen Kreaturen. Aber bis jetzt bin ich ja eigentlich immer ganz gut gefahren, wenn wir immer zwei gemacht haben. Okay, der ist nur einmal aufgetaucht und hat sonst nichts weiter gemacht. Ja, dann trink mal in deinem kleinen Power-Rüstungchen. Aber immer noch keine magischen Kisten. Magische Werkzeugkisten, 18. Warum kriegen wir keine? Die Frage. Warum kriegen wir gerade keine? Mana haben wir genug, wir haben aber... Doch, Mana kann ja auch gemacht werden, also ist alles da. Ah, jetzt lauft ihr erst los hier mit den magischen Kisten. Ah, das hat aber jetzt gedauert, ey. Gut, davon brauche ich ja sowieso einen krassen Vorrat. Dann machen wir erstmal hier, ne?
200 nochmal einsammeln. Wir sind jetzt... Okay, ein paar Schnodderlinge haben gerade nichts zu tun. Weder Bier zu machen, noch irgendwas anderes. Ja doch, gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal kurz hier noch ein Stück lang. Das Gold, das brauchen wir ja so oder so. Drei magische Kisten haben wir bis jetzt. Ich muss halt gucken, dass ich die Fallen langsam auch aufsetze. So, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir noch 200 warten. 250 für die Vampire. Weil wir brauchen mehr Untote, die arbeiten können. Die Hirn haben. So, dann machen wir hier auf und dann mache ich den anderen Weg wieder zu. So. Na und hier war ja jetzt auch nichts weiter drin. Das heißt, wir können hier auch wieder zumachen. Oh, ist hier auch wieder eine Goldader. Bitte lass hier auch eine Goldader sein. Bitte, 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 bitte. Komm, Schnodderling. Sei mein Glück, Schnodderling. Mein kleiner Schnori. Ja, komm, und weitergraben. Na, und? Ist hier nur bewurzelt? Alles gut bis jetzt? Okay, hier hinten geht's woanders hin. Also an Geld liegt's jetzt gerade nicht. Dass wir nicht weiterkommen. So, da nochmal. Komm. Ah, okay. Ist nur Gold da oben gewesen. Sonst sehe ich da auch nichts. So, hier haben wir noch einen kleinen. Da haben wir noch was. Wo tragt ihr das jetzt hier einmal rum? Das wird mir aber sowieso nicht gefallen. Wenn wir hier oben dem Portal... Ich weiß nicht, ob sie davon aus angreifen können. Ich kann ihn auch einfach rausnehmen. Ah, okay, ich kann ihn also raus und reinstecken, wie ich möchte. Hört er sich auch verkehrt an. Das heißt, ich müsste dann gucken, solange er denn vielleicht nicht aktiv ist, können sie mich darüber auch nicht angreifen. Das heißt, hier oben habe ich zwar noch Platz für Fallen und so, aber sie kommen nur von hier her. Das heißt, ich würde hier strategisch denkend... Ja, das müsste ja sogar hinhauen. Wir haben schon 9 Kisten. Da werden hier natürlich schon Maschinen ausgewechselt. Bei 9 Kisten haben die Schnoddis mal kurz was zu tun. Okay, die hat noch 5000 Gold, die Ader. So, jetzt kann ich auch schon die Vampire machen. Zahltag. Gut, dass ich sie nicht vorher gemacht habe. Okay, ich glaube, ich muss das hier erstmal... Ich glaube, ich muss das hier ein bisschen kaputt machen, sonst klappt das hier nicht. Ja, er setzt immer wieder da den hin. Lassen wir es erstmal da. Und die wollen natürlich jetzt auch magische Kisten machen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Sehr schön, neue Leichen für mich. So, mehr Skelette machen wir jetzt als nächstes. Und die können wir dann auch schön gleich in den Knast stecken. Das passt. Unsere Leute halten gut genug durch. Das ist doch schon mal was. Na los, meine Orks. Smash sie mal richtig nieder hier.
Wunderbar. So, das Mana wird hier auch schon weiter verbraucht. Wir müssten auch mal gucken, dass wir dann die Mana-Halle noch machen. Ich die hier oben rein? Na, eigentlich schon, ne? 4. Hier einen hingehen, hier einen hingehen. Kriegen wir eine halbwegs große Mana-Halle noch rein. So. Dann lassen wir es da hinten doch angebuddelt. So, hier sind ja jetzt 1500 Kostas. Können gerade nicht so viel stapeln. Und ihr kommt jetzt gerade nicht so hinterher. Deswegen werden alle ersetzt durch die dickeren. Durch die besseren verzauberten Bauomaten. Jetzt haben wir schon wieder 200. Ja, wir kommen fast an die 250 fast ran. Ah, dadurch, dass wir jetzt auch viel Mana verbrauchen, müssen wir gucken, dass wir jetzt auch die nächsten, die magischen Kreaturen weiter aufsetzen. Die müssen ja dann auch weiter aufleveln können und oi. Jetzt haben wir Mana-Brand. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Na gut, da kommt wenigstens noch mal ein bisschen was anderes an. Ah, die wollen unbedingt da hinten die anderen befreien. Na, es ist doch okay. So, dann machen wir hier gleich mehr Skelette. Ist auch in 2 Minuten fertig. Haben wir wieder einen weiten Trupp, den wir ausnutzen können. Ah, hierfür bräuchten wir 500 Gold. Ja, auf jeden Fall, unsere Mana-Kosten werden auch immer höher. Ich glaube, ich belasse das nur bei 2 so lange erstmal. Weil die machen ja jetzt richtig fett magische Kisten. Also jetzt bei 13 von 18. Die kommen ja mit dem Mana gar nicht mehr hinterher. Ich habe halt nur 2, die Mana machen. Ja, kommt. Die Ordenkreaturen, die halten jetzt momentan auch gut was aus. Solange sie gut austeilen, ist alles in Ordnung. Das heißt, wir können uns dann jetzt eigentlich langsam um die Fallen kümmern, die wir brauchen. Damit wir hier halt ein bisschen safer sind. Ah, das passt, Dicke. Da kriegen wir 18 Helden unten rein. Explosive Pilze wurden im Dungeon gesichtet. Wo? Da. So, kommt. Zeit. Ich lass mir hier doch jetzt nichts kaputt machen. Tod allem gut. Okay, das ist jetzt eigentlich nur ein Hin und Her. Keine Pilze hoffentlich gleich mehr. Ja, wunderbar. Wieder in 15 Minuten. Sagt meine Goldader hier unten. Ich brauche bald eine neue, ne? Das sagt sie so eher. Gut, dann gucken wir mal. Es ist Zahltag. Oh nee, jetzt schon. ja. Ja, speichern wir. 150 können wir uns nehmen und dann nehmen wir uns den rotierenden Flammer.
So. Schalte die Falle Heizer frei, die bei einem Feind näher aus dem Boden bebt und alles vor sich in leckeres Barbecue verwandelt. Nee. Oh, welche Fallen hatte ich denn damals immer in schön in Kombination? Eiskalter. Eine Bodenfalle, die den Gegnern verletzt, wenn sie Falle betreten. Friert sie zudem noch für 5 Sekunden ein. Wird automatisch ausgelöst. Warum nutze ich eigentlich nicht die hier? Achso, ich habe ja noch gar keinen Maschinenraum. Doch. Achso, ja, ich muss die auch noch auf... werten, sonst klappt das ja nicht. Sonst kann ich ja keine magischen Fallen bauen. So war das. Die wurden ja nicht schneller, sondern die konnten das nicht nur schneller bewerkstelligen, sondern die konnten auch nur mit magisch umgehen. Okay. Die wird nicht mehr lange halten. Und ich habe noch keine Fallen aufgestellt. Immer noch nicht. Oh Mann. Ah, jetzt kann ich sie auch machen. Oh. Ich dürfte sie erst ab hier hinsetzen. Aber den darf ich schon vorher hinsetzen. Okay. Ich glaube, das hatte ich alles mit den Spikes gemacht immer. Nicht mit der Klebefalle. So, probieren wir mal hier so viel wie möglich hinzustellen. Hier könnten wir den Weg auch noch pflastern. Da könnten wir vielleicht noch eine Falle oder so reinknallen, aber ich wüsste noch nicht welche. Mal schauen. Auf jeden Fall wird das Geld jetzt immer wichtiger. Was ich jetzt hier brauche. So, na, hier geht's auch nochmal weiter. Hier haben wir auch nochmal was. Muss aber halt auch aufpassen. Irgendwo müssten halt Spinnen sein. Das spatenschwingende Böse hatte im Untergrund einen Raum mit ein paar Helden entdeckt. Was auch immer die da zu suchen hatten. Dann wird der Raum mit den paar Helden jetzt aber weggenommen. Gutes Rühtraining. Okay, an 4 Fronten hier. Na, mach das hier mal weg. Nur weil ich an das Gold ran wollte. Schlimm, 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 schlimm. So, hier hinten ist nochmal ein bisschen was. Jetzt geben wir auch noch den Mana aus. Na gut. Wenigstens hat sich das jetzt erstmal geklärt hier jetzt. Hier unten ist jetzt auch nichts Böses mehr. Kannst du mal in der Richtung ein bisschen gucken. Hier oben können wir noch mal ein bisschen in die Richtung laufen. Muss halt mega vorsichtig sein. Solange ich die Fallen noch nicht habe. Die Spinnennester könnten wir mal machen. Halte die Falle gezähmte Spinnennetz frei, die bei Feindernährung keine garstige Spinnen ausspuckt. Die könnte ich hier dann in die Ecke verpflanzen. So, wie sieht es jetzt hier aus? Kriegen wir jetzt hier noch... Ah, wir kriegen den Raum schon mal fast voll. Das ist schon mal was. Das ist doch schon mal wirklich was. Ah, es fehlt halt das Geld. Vorne und hinten.
muss nach mehr Geld buddeln. Hier oben waren wir jetzt auch noch nicht. Da könnten vielleicht noch irgendwo magische Golems oder so sein. Der kann ja jetzt auch nur hier den Weg nach unten nehmen. Genau. Und hier ist auch leer. Na gut, ich brauche unbedingt was Neues. Gucken wir erstmal jetzt hier oben. Den haben wir jetzt auch freigeschaltet. Was wir hier oben jetzt noch haben. Es ist Zahltag. Okay. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Das mit den gezähmten Spinnen. Sekunden wird automatisch ausgelöst. Die kriege ich hier aber nicht ganz in die Ecken, wa? Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Oh. Oh. Eins. Nice. Diamantader. Zwei. Drei. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Auch noch. Alter. Okay. Und Spinnen greifen jetzt auch gerade an. Das ist jetzt nicht so toll. So bringen die Fallen halt überhaupt nichts, Leute. So bringen sie halt überhaupt nichts. Da könnte ich dann die Spinnengruben reinmachen. Und da kommen nämlich die nächsten schon. Oh, sind das OP-Spinnen oder was? Uno, Moment. Bringt mich zu den Gegnern! Ja. Hey, ey, 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 ich habe alle aufgehoben. Nicht nur einen. Schauen wir mal kurz, was die, ob die Fallen das halten können oder nicht. Das sind so schon eklig, ne? Eigentlich sollten sie sie komplett verlahmen. Und nicht nur andamagen. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir so schnell wie möglich da hinten in die Diamantader jetzt reinkriegen. Ich habe aber zu viel auf Schnauze gekriegt jetzt durch den Doppelangriff. Ich muss erstmal alle heilen lassen. Oh, da kommt schon der nächste Angriff. Ich hatte meine Schnurrlinge schon zu jämmerlich gemacht. Eigentlich können die ja jetzt hier buddeln, ohne dass sie hier jemanden stören. Hoffe ich zumindest. Schauen wir mal. Ja. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Da auch noch. Zum Glück habe ich hier schon ein paar Fallen stehen. Ich müsste mal gucken, dass wir den Tresor kriegen. Also die Tresortür. Ja, sie können abbauen. Wunderbar, dann könnten wir doch hier... Naja, können wir nicht... Hat es mir noch nicht richtig gehört, aber hier, wir cheaten hier ein bisschen. Kommt sowieso nein. Und immer schön auf die Diamantader. Was macht ihr denn da? Auf die Fallen achten, meine liebe Freunde. Auf die Fallen achten. Und jetzt rennen sie alle vor, weil sie bekloppt sind wie die Bekloppten. Oh, so kann ich sie doch nicht überrennen, wenn ihr jetzt schon hier vorne fightet. Ah.
nehmen halt auch extrem viel Power ein jetzt hier. Okay, ich kann ja mal gucken. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Geld. Wir könnten somit die Fallen ausbauen. Aua! Aua! Bringen wir die hier nicht in die Wand? Ah, nur im Zwischenraum, ja. Da war was. Na, wenigstens habt ihr den Angriff abgewehrt, aber da kommt gleich der nächste Angriff. Jetzt greifen die auch permanent an. Das wird auch immer mehr, das sind schon 8. Oh oh. Hey, so. Hände weg! Was, 500 Gold habe ich nicht mehr. Die meisten meiner Leute sind halt noch nicht wieder da. So, machen wir hier mal. Hängen wir dich schon mal auf. Es ist Zahltag. Na, wenigstens mit dem Feuer fallen. Halten wir sie ein bisschen länger auf. Nein! Oh, was macht? Ich bin Schaden. Ich komme wieder. Talia. Alter, wie viel kommen denn da jetzt? Ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, die Spinnen, die werden mich jetzt fressen. Aber so was von. Ja, jetzt weiß ich, was sie wollen. Die wollen zahlen. Die wollen Geld haben. Das ist das Problem. Die wollen Geld haben. So, jeder, der sein Geld noch nicht hat, holt euch euer Geld. Die Schnoddis da machen ja schon. So schnell sie können. Da kommt gleich der nächste Angriff. Okay, jetzt haben wir wenigstens wieder ein paar Sachen drin. Kann ich hier auswechseln und hier nochmal auswechseln. Hier, hier und da auch nochmal 4. Mit den wenigen Fallen, das wird nicht viel bringen. Mit dem Damage Boost von den Wachposten aus vielleicht schon eher. Na, kommt schon. Ja, der Tod kann dich nicht aufhalten. Nächsten. Ah, dreht euch, dreht euch, dreht euch, dreht euch, dreht euch. Ein Lich ist gestorben. Weitere explosive Pilze schossen im Untergrund wie Pilze aus dem Boden. Die kann ich mir jetzt nicht so richtig kümmern. Oh, doch, muss ich sogar. Verdammt. Hä? Warum habe ich jetzt Kisten in der Hand? Schmeiß die Kisten ab. Okay. Komm, 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 komm. Oh, ich glaube, den kriege ich nicht weg. Wann seid ihr denn fertig? Ihr hattet noch alle aus... Ja, okay.
Zwei Pilze kriege ich jetzt nicht weg. Wir werden schon wieder angegriffen. So. Da kommen ja gleich noch schon wieder Spinnen. So, einmal Geld hier reinlegen. Na, kommen sie schon. So, wir haben jetzt sogar schon 800 Punkte übrig. Eieiei, und ich komme hier einfach nicht mit Machen hinterher. Kann man vielleicht mit irgendeinem Zauber irgendwas machen? Ja, mit Meteoritenschauer könnten wir hochgehen. Ich habe aber auch nicht wirklich viel Mana, ne? So. Ein Untoter ist wieder tot. Wir könnten gucken, dass wir Talia vielleicht hochziehen. Die Macht ist unbeschreiblich. Macht sie auch schon mal mehr Schaden. Und unsere Fallen gehen langsam im Eimer. Dauert zu lange, bis die Fallen wieder da sind. Okay, zum Glück habe ich die Schnörderlinge doof gemacht. So, gucken wir mal. Nee, halt. Müsste hier über den Armeenreiter mal gucken. Ach, die sind schon wieder alle tot. Deswegen passiert auch nichts. Die sind schon wieder alle tot. Und nicht untot. Kommt die nächste Welle Spinnen. Gut, machen wir aber hier an dieser Stelle, auch wenn es jetzt ein bisschen spannend ist, mal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.